Moin zusammen. So, das Wetter ist mittlerweile schlecht genug, dass man sich mal langsam um seine Urlaubsvideos kümmern kann. Und so habe ich euch hier ein neues Filmchen zusammengeschnitten. Von unserem Heimathafen Stavoren am Eiselmeer sollte es zu den niederländischen Wattmeerinseln gehen. Übermorgen war Orkan gemeldet. Und deswegen war unser Ziel, heute noch nach Kornwerder Sand zu kommen, um durch die Schleuse zu gehen, dort dann die Nacht zu verbringen, um am nächsten Tag mit der ersten passenden Tide Richtung Vlieland abzulaufen. Wie man am Anfang des Videos sehen konnte, haben wir relativ viele Getränke und Lebensmittel gebunkert, denn wer schon mal auf den Inseln war, der weiß, dass die Lebenshaltungskosten dort ziemlich hoch sind. Und ich habe einmal den Fehler gemacht und bin ohne Bier auf eine Insel gefahren, musste mir dann da Bier kaufen und ja, seitdem suche ich eine Delfintherapie. Ich könnte natürlich auch Rieke mit ihrem ausgeglichenen Wesen fragen. Die ist so ausgeglichen, dass manchmal Delfine zu ihr kommen, um mit ihr zu schwimmen. Ah, endlich wieder Eiselmeerwelle. Nach 3,5 Stunden Segeln war Kornwerder Sand erreicht und wir stellten dann fest, dass wir Diesel in der Bilge stehen hatten und unser Motor sprudelte wie so ein kleiner Springbrunnen. Aus dem Grund sind wir dann schnell nach Makkum abgelaufen, um nach einer Werkstatt zu suchen, die uns bei dem Problem behilflich sein kann. Wie sich später herausstellte, hatte unsere Werft vergessen, diverse Leitungen und Schläuche festzuziehen, Schlauchschellen vergessen etc. Alles insgesamt sehr, sehr ärgerlich, denn vor dem Orkan nach Vlieland zu kommen, war so natürlich nicht mehr möglich. Dafür haben wir die Marina Makkum kennengelernt, die wir hier ausdrücklich empfehlen können. Der geplante Abstecher nach Makkum hatte aber auch etwas Gutes. Wir konnten nämlich das erste Mal in freier Wildbahn in Holland einen echten Seeadler bewundern. Ich kann euch sagen, das ist ein Okolyt von einem Biedmatz. Wenn der Pucki abhebt, dann denkst du, da fliegt eine Tür weg. Keine Ahnung wieso, aber ich habe auf einmal Bock auf Fernet Branca. Ja, und dann war es soweit. Der Orkan rückte näher, aber wir lagen in der Marina Makkum wirklich richtig gut und hatten einen sehr geschützten Platz. Zur gleichen Zeit sah es in Stavoren so aus. Hier wieder Makkum. Und hier noch mal Stavoren. Da bereits lange im Vorfeld vor diesem Unwetter gewarnt wurde, konnten wir gar nicht verstehen, dass es noch Leute gab, die rausgefahren sind oder draußen geblieben sind. Das hier ist ein Boot von einem Segler in Urk und der hat sein Boot verloren. Hier eine Aufnahme aus dem Batavia-Hafen in Lelystad. Im Vergleich dazu ist bei uns in Makkum wirklich alles vollkommen chill. Da wir noch ein paar Tage hier bleiben wollten, bis sich das Wetter gebessert hat, haben wir die Zeit genutzt und sind an einem Tag mit den kostenlosen Leihfahrrädern aus dem Hafen der Marina Makkum
zum Kasemattenmuseum nach Kornwerder Sand gefahren. Sehr imposant, wer das noch nicht gesehen hat, das können wir wirklich nur empfehlen. Wumme hier haben 1985 Kinder beim Spielen gefunden. Kann ja mal passieren. Schleusennutzung vor Beginners. Immer auffahren bis zum Ende und nicht am Anfang hinter der Tür liegen bleiben. Sonst wird das auch mal eng und man berührt mal die Fender. Unser Boot ist 2,85 breit, also kann man sich vorstellen, wie groß die Lücke dort war. Der Skipper des Plattbodens hatte freundlicherweise sein Schlauchboot auch noch in die Mitte gelegt. Außerdem bei der Befahrung der Schleuse hier immer zu beachten, dass man mitlaufendes Wasser hat. Der Skipper vor uns hat das anscheinend nicht gewusst, aber da hilft man natürlich untereinander immer gerne. Bei fantastischen Bedingungen und super Wetter ging es Richtung Friedland. Die Hafeneinfahrt hier ist ein bisschen schmal und vor der Hafeneinfahrt sitzt meistens auch ein recht starker Strom. Da muss man also immer genug Vorhalt geben und den Motor auch mal ein bisschen doller beanspruchen.
Beim Einfahren in die Box war ich ein bisschen zu flott und hab leider den Steg geküsst. Zum Glück ist der Eimer stabil. Rieke, ist auch nichts passiert, die Macke war schon. Flieland ist wirklich urgemütlich und wunderschön. Wir sind super gerne hier und wir lieben den Strand. Für uns ging es heute weiter und unser Ziel hieß Texel. Bedingungen heute konnte man nur als grandios bezeichnen. Wir hatten zwischenzeitlich dank mitlaufendem Strom natürlich über 11 Knoten auf der Logge stehen. Nach ungefähr 7 Stunden sind wir gut auf Texel angekommen und waren ehrlich gesagt ziemlich baff, weil der Hafen total leer war. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Für 35 Euro am Tag kann man sich direkt im Hafen einen E-Roller mieten, der sich prima anbietet, um die Insel zu erkunden. Zusammen mit den Kindern besuchten wir das Ecomare auf Texel und waren ganz begeistert. Auf dem Rückweg zum Hafen besuchten wir noch eins der beschaulichen Örtchen und in diesem Fall war das, glaube ich, den Burg. Korrigiert mich, wenn ich mich täusche. Ja, das war's schon wieder mit der Waddensee und hier schleusen wir schon wieder ins Eiselmeer und freuen uns auf diese tolle Eiselmeerwelle. Wir wollen uns nicht beschweren, wir haben einen richtig guten Wind gehabt und teilweise sind wir 8,5 Meter gestanden.
So, genug geschaukelt, ich kotz gleich. So schnell geht's, da ist der Urlaub schon wieder vorbei und wir legen im Heimathafen Stavoren an. Das ist eins der letzten Anlegemanöver in Stavoren, denn nächstes Jahr liegen wir woanders. Jo, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt aufs Weinfest. Tschüss.